Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Child of Light. Das letzte Mal sind wir ja bei den Raben im Dorf gelandet, wo wir ja vermuten, dass sie wahrscheinlich verwandelte Menschen sind. Und dann geht's jetzt nämlich heute weiter. Ich weiß gar nicht mehr, wo was war da eigentlich. Hui, da geht's weiter. Oh, nein, 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 das wollte ich nicht. Nein, das läuft im Moment hin und her. Das geht aber nicht. So. Wo geht's? Was geht denn hier jetzt ab? Besoffene Raben. Na wunderbar. Hui, da geht's gleich weiter. Was ist denn mit denen los? Hark, hark. Hick, hick. Ja, die scheinen mir leicht besoffen zu sein. Was ist hier passiert, Mann? Gibt's ja nicht. Dem müssen wir echt auf die Spur gehen. Was hat der denn da im Schnabel? Oh, da gibt's Wünsche. Her damit. Her damit. Das war's schon. Gut, dann checken wir hier nochmal die Häuser ab. Ja, ein Lehrerrabe. Kann ich mit dem reden? Nee. Hat ein paar interessierte Schüler anscheinend. Und er scheint auch ziemlich bei der Sache zu sein. So, hä? Hey, nicht die Richtung. Flatter, flatter. Kra! Kra, kra! Verschlossen. Okay. Das heißt, wir gehen erstmal hier weiter. Da geht's nicht weiter. Kra, kra. Okay. Oh! Warte, war da noch was? Hey! Warum? Nein, Leben. Mana. Obwohl ich eigentlich volles Mana habe. Egal. Kann ja nicht schaden. So, das heißt, hier geht's nicht weiter. Ah, doch, da. Ah! Was hat er denn? Entschuldigt, Herr, habt ihr Sonne oder Mond in diesem Brunnen? Was? Hurra, Prinzessin, ihr seid da! Nicht doch, seht ihr denn nicht? Ach nee, allein. Ich wieder bin. Allein ich wieder bin. Jeros Vater und Icke sind Zauberer. Bewahren der Dorf vor Ungemach. Vorräte auffüllen wollt ich nur. Verließ den Ort an diesem Tag. Zack, ein Vögel hat die dunkle Königin mein Volk verwandelt. Achso, der reimt gar nicht. Komisch. Warum steht eigentlich auf der Krone Faux. Das ist, Faux, was heißt das gleich mal? Das ist, Französisch. Ich weiß nicht mehr, was das heißt. Wieso weiß ich das nicht mehr? Egal. Ich schau mal na ne, nach und dann sage ich es euch das nächste Mal. Nur das Wasser der Lethe. Der Lethe? Der Lethe sie jetzt noch heilen kann. Der Lethe, hört sich an wie eine Göttin oder so. Dorthin zu gehen, wäre gut gehandelt. Jedoch die Angst hat. Armer Mann. Der Brunnen führt sicher nicht tief hinein. Losfinden. Spring rein. Moment, er erwartet, dass er rein. Finn. Not. Okay, was ist das für eine Quest? Das habe ich jetzt irgendwie nicht ganz verstanden. Der Typ ist komisch. Inventar. Da. Hilf in den Quell der Lethe zu finden, um die Kapili von ihrem Fluch zu entbinden. Also hatte ich recht, das ist wirklich wahrscheinlich eine Göttin. Lethe kommt mir irgendwie bekannt vor. Ihr sagt, ihr könnt zaubern? Jawohl, Prinzessin, ohne dass ich mehr lobe. Am Brunnen stellen wir es auf die Probe. Hurra, ich bin der Finn. Aurora, nenn mich nicht Prinzessin. Ah, okay, wir haben einen neuen Kompagnon. Wow. Okay, jetzt sind wir. Was geht denn mit Ignikolos ab? Was macht er da? Ah, wir gehen jetzt in den Brunnen. Brr, welch schauriger Ort. Hier riecht es nach Tod und Mord.
Da unten ist, glaube ich, eine Spinne. Zumindest hört sich so an. Und da sind Wünsche. Halt! Bleibt hier. Bevor wir jetzt uns in den Kampf stürzen, muss ich mal gucken. Fertigkeiten. Ah, genau. Das ist ja ein Zauberer. Das heißt, wir machen ihn auf Zauberer. Lauffeuer. Okay, das hier scheint der Zaubererbaum zu sein. Zauberfertigkeit. Was geht denn hier noch? Blitzschlag? Zorn der Kapilli. Erhöht die Wirksamkeit aller Zauberer. Oh. Monsun Oida. Da können wir jetzt natürlich auf verschiedene Sachen gehen. Was bringt ein Monsun? Fügt einer anvisierten dunklen Kreatur Wasserelementarschaden zu. Wasser ist eine starke Waffe gegen Feuer, aber schwach gegen Blitz. Klar. Dann haben wir hier Feuer und einen Schlag. Blitzschlag. Ey, der Baum ist ja ganz anders. Schlag. Das heißt, entweder wir skillen jetzt auf Feuer, Blitz oder Wasser. Dunkle. Das sind so stark auf gegen Wasser. Schwach gegen Wasser. Also ich wäre ja eigentlich stark dafür, Blitzschlag und gleichzeitig noch Monsun zu skillen. Weil dann decken wir mehr ab, obwohl wir Feuer, nur stark gegen Erde. Oh, Erde, aber schwach gegen Wasser. Eigentlich müssten wir alles skillen, damit wir alles abdecken könnten. Aber ich glaube, ich skill jetzt als erstes auf Blitzschlag. Wieso Stärke? Der braucht doch eigentlich Zauberkraft. Das macht irgendwie keinen Sinn. Ah, okay, da gibt es dann noch Zorn der Kapilli. Ich glaube, da skill ich jetzt noch. Wow, das geht aber weiter. Okay, das reicht erstmal. Haben wir noch irgendwo Punkte eigentlich bei den anderen zu verteilen? Nee. Müssen wir noch schauen wegen den Okuli. Dann können wir dem Finn noch einen Okuli verpassen. Der ist ja Zauberer. Das heißt, wir geben ihm irgendwas mit Zauber. Hey, nein. Weg. Halt. Keine Okuli ausgerüstet. Was geben wir ihm dann? Wir geben jetzt eigentlich... Nee, Moment. Vielleicht auch... Nee, das ist auch Schwachsinn. Nahkampf ist erst recht Schwachsinn. Ich glaube, ich gebe ihm diesen geschliffenen Saphir. Obwohl. Ja, Feuerschaden bringt es nicht. Wieso haben wir keinen stärkeren Saphir? Wir könnten uns noch ein paar herstellen, das mache ich jetzt. Wenn wir jetzt drei haben, dann können wir den großen herstellen. Genau. Und den geben wir ihm dann. Fügt einen Nahkampf Wasserschaden hinzu und stärkt den Angriff. Nein, verdammt. Das ist ja doch das Falsche. Ich wollte eigentlich was mit Blitzschaden. Gibt es da nicht irgendwas? Da. Fügt. Okay, dann stellen wir mir halt noch ein. Nein, nicht da. Nicht da, nicht da. Aber das reicht aber nicht. Um noch einen hier. Um noch so einen. Warte, wer hat denn diesen. Ah, genau. Der könnte mir doch was anderes geben. Geben wir ihm vielleicht mal einen Feuerschaden. Hey. Weil dann können wir ihm Finn nämlich den grünen geben. Grün, ja. Achso, im Nahkampf. Ist ja nur für den Nahkampf, ist ja Schwachsinn. Ich mache mit dem kaum Nahkampf eigentlich. Oh Mann, was mache ich denn für einen Mist? Vielleicht sollte ich noch mal versuchen, ein paar andere Okuli herzustellen. Machen wir mal random welche zusammen. Ah, das geht nicht. Wie war das? Gibt's nur die drei Varianten? Ah, was war denn der lila, ne, genau. Ah, fuck. Den körperlichen Schaden 20%. Wie kann man denn Magie-Okuli herstellen? Ja, egal, vielleicht kriegen wir da noch was. Auf jeden Fall gebe ich jetzt ihm erstmal diesen Blitzschaden. Dann machen wir jetzt mal weiter, bevor ich jetzt ewig lang rumtändle. Dann auf in den Kampf. Können wir gleich mal schauen, was der so drauf hat. Hey, wieso ist gerade so langsam? Hey, wieso ist der nicht dabei? Ach so, wir haben nur... Ah, ich kann die Gruppe... Wählt Welle-Gruppe, um Kämpfer auszuwechseln. Okay.
machen wir das mal. Einfach mal so zum Ausprobieren. Der hat auch schon wieder so viel Leben. Nee, der hat gar nicht so viel Leben. Der, die Rubella ist echt die, die mit dem meisten Leben. Hallo? Achso, jetzt hat. Ah, der kann auch gleich angreifen. Boah, Gott, der kann ja so viel. Blitzschaden. Den haben wir ein bisschen hochgeskillt. Beziehungsweise bis jetzt haben wir ihn ja noch gar nicht hochgeskillt. Ah, der kann nur einen angreifen. Oh, okay. Leg mal los. Hui. 105. Ui, das ist nicht schlecht. Der ist ja gleich im Arsch. Aber irgendwie ist das. Manchmal ist das Spiel extrem langsam. Ich weiß nicht warum. Oh, der ist schon tot. Okay. Ein Stufenaufstieg. Hm, ich weiß nicht, wen ich nehmen soll. Ich glaube, der Finn. Der macht halt extrem viel Schaden, aber ich weiß nicht, ob wir später auch noch einen dritten Charakter mit hinzunehmen können. Wow, so ist das. Was ist denn jetzt los? Wir müssen schleunigst von hier fort. Beruhigt euch, zügelt eure Angst sofort. Wir sind nur wenige und eine halbe Portion. Vielleicht lasst ihr mich mir ja zurück. Lasst ihr mir ja zurück an diesem Ort. Okay. Nein, wir lassen dich nicht zurück. Jetzt wollte ich gerade nochmal schauen wegen den... Wow, aber Fertigkeiten, genau. Hm, ja. Da. Ja, wir bekommen einen neuen Hieb. Sehr gut. Jetzt wollte ich noch schauen bei den Optionen wegen dem... wo war das? Ich gehe jetzt gerade mal... Kampftempo. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich daran lag. Ah, das ist das runtergegangen. Ich mache es noch 5. Obwohl, nee, das ist ja auch Schwachsinn. Aber irgendwie kam mir das... Da, jetzt ist es schon wieder so langsam. Das war das letzte Mal auch mal kurz zwischendrin. Wow. Oh, Wünsche. Wir sind nun an den an des Brunnens Boden. Und da ist ein komisches Schwein. Wo fließen denn jetzt... Der lähte Wogen. Der schaut eklig aus. Was willst du denn? Du kannst doch sowieso nichts machen. Ich kann fliegen, du nicht. Hehe. Aber wir stürzen uns gleich in den Kampf. Mal sehen, was das Wildschwein auf zwei Füßen so kann. Zwei Beinen. Überraschungsschlag. Okay. Ist jetzt der Kampf wieder so langsam? Nee. Moment, das wird wahrscheinlich eine Erdenkreatur sein. Egal, ich probiere es jetzt trotzdem mal aus. Hey, ich weiß nicht, warum die heute so langsam angreifen. Okay, 61 Schaden. Jetzt schauen wir mal, ob wir mit dem... Wir machen jetzt mal einen Hieb auf die Spinne und schauen, ob der... Finn mit dem Feuerteil mehr Schaden macht. Okay, die kann jetzt immer nicht. Und dann können wir gleich herausfinden, ob das eine Erdenkreatur ist. Blitzschlag, nee. Blaufeuer. Oh, ich könnte uns mal die Wünsche hier geben. Ja, damit. Okay, und Hieb wieder auf die Spinne. Macht er das mit seiner Pfeife? Verwundbar durch Feuer. Ja, das ist wohl eine Erdenkreatur. Warum greifen die so langsam an? Feuerresistent. Und das ist natürlich ungünstig. Wie war das gleich nochmal? Feuerresistent, dann werde ich wahrscheinlich jetzt Wasser benutzen, oder? Monsu. Und mit ihr greifen wir mit einem normalen Hieb an. Oh, da ist noch ein Wunsch. Nein, nicht gleich kaputt machen. Oh, das war auch ein Crit. Und Stufe hoch. Stufe hoch. Level up.
und einen Fertigkeitspunkt. Den verteilen wir doch gleich. Das ist der einzige Baum, wo wir den zu einer Kapilli bekommen, oder? Da ist ja eher auf Schlag. Fügt allen dunklen Kreaturen. Das macht AOE. Was ist denn überhaupt? Okay, das geht immer nur auf ein. Nee, das geht auch auf alle. Hä? Also die haben zwar an der Kapilli noch als Zusatz. Bei denen ist der Schlag zu dem Feuerteil. Und wo, was ist da? Ist das die Verteidigung? Oder was könnten hier noch so sein? Und so und so. Mana-Punkte Aufwertung. Nee, die gibt's woanders auch. Okay, dann ist das. Ah! Nee, Verteidigen 2. Okay, das Verteidigen 2 gibt's bei den anderen nicht. Ich skill's aber trotzdem hier erstmal weiter. Obwohl es keinen Sinn macht, die. Es macht echt keinen Sinn, Stärke bei dem zu skillen eigentlich. Bravo, Mann mit dem Bart. Seid ihr ein Magier? Das kann man wohl sagen. Kommt zum Zirkus, versucht euer Glück. Sie lädt dich zur Probe. Welch Pläsier. Auf einer Bühne? Machst du Witze? Verfüttert mir lieber Jech Leich an ein Greifentier. Ich stelle jetzt wirklich mal den Kampf, die Kampfgeschwindigkeit hoch. Aber irgendwie kommt es mir auch so vor, als würden wir so langsamer fliegen. Irgendwas ist das. Irgendwie ist das komisch. Oh, was haben wir denn hier? Da kommen wir niemals durch. Oh nein. Die Tür im Baum, erinnerst du dich? Ach, genau. Das kann doch alle ja nicht sein. Nur Mut, der Herr, verzweifelt nicht. Das war wieder mit diesem Licht, mit dieser Lichtspiegelung. Ja, genau. Nur passt das irgendwie nicht so. Also das passt natürlich hier hin. Ah, da oben. Was, das reicht schon? Da gibt es zwar noch mehr Zeichen. Was ist los? Dir unser aller Dank gebührt. Wenn es uns nur nicht ins Unglück führt. Und uns noch ein paar Wünsche reinfetzen. Wo geht's denn dann da drüben eigentlich weiter? Oh, da oben sehe ich so einen. Wie heißen die Dinger eigentlich? Nicht Fertigkeiten, Opuli, Inventar. Diese, genau, Sternstaub. Oder heißen die alle Sternstaub oder nur das eine? Doch, Sternstaub heißen die alle. Auf jeden Fall war das so ein Sternstaubteil. Aber ich weiß noch nicht, wie ich da hinkommen soll. Ich will auch erst noch mal schauen, was da, wo es da hinten hingeht. Was ist denn das hier? Dann hängt hier ein Eimer runter. Achso, das ist von dem Brunnen noch. Oh. Geh weg. Ah, jetzt können wir gleich mal schauen, ob das was bringt mit dem, mit der erhöhten Kampfdings. Weil das letzte Mal ging das um einiges schneller. Wow. Okay, das ging schnell. Verteidigen Blitzschlag. Nee, was war gegen die gut? Feuer war, waren sie resistent. Also Monsun oder ein Blitzschlag. Ich probiere beides aus. Okay, es ist immer noch extrem langsam. Oder? Wasserresistente Sau. Hä, was soll das? Lass mich verarschen. Nein, hey, was fällt dir ein? Du greifst es nicht an. Meine Krone. Unsere Krone. Verdammt. Okay, dann greife ich jetzt den anderen erstmal an und mit dem greife ich mit dem Monsun an. Blitzschlag. Mal sehen, ob der auch gegen den. Vielleicht sind die insgesamt zauberresistent. Aber das werden wir gleich herausfinden. Okay. Okay. Ich weiß, was ich gegen die einsetzen werde in Zukunft. Eindeutig den Blitz.
So, und jetzt zeig mal, was du drauf hast, Finn. Hol deine Pfeife hervor. Zack. Ach, war das vorher noch ein Crit? Egal, 97 ist immer noch mehr als das ganze andere vorher. Wie komme ich jetzt da runter? Oh. Kann ich da runterklettern eben? Dunk. Hey, ich weiß nicht, wie ich... Warte mal. Was ist, wenn ich das jetzt öffne? Kann ich mir dann... Ah, okay. Ich muss da gar nicht hin. Sehr gut. Okay, dann checken wir hier oben nochmal alles ab. Wieso sind wir so langsam? I don't understand this. Hey, bleib da. Ah, noch ein Rubin. Wow! Wow, 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 wow. Schön ruhig bleiben. So, und jetzt aber schnell. Ah! Okay, da ist noch eine Spinne. Als erstes holen wir uns die Truhe. Auf dem Rückweg schnappen wir uns dann. Ah, ungeschliffener Saphir. Schnappen wir uns die noch. Ich weiß jetzt, was ich gegen die einsetzen kann. Zwei Stück Haste. Oh, drei! Das heißt, wir machen AOE-Schaden mit Aurora. Wo war das? Hieb. Genau. Und erstmal ein Blitzschlag auf die Spinne. Zeig, was du drauf hast. Ah, der ist verwundet durch Feuer. Sehr gut, dann gehe ich jetzt auf die Spinne. Oh, der ist jetzt schon im Arsch, der andere. Sehr gut. Haben uns dabei nochmal ein paar Wünsche. Zack, zack. Also, ich hoffe, dass wir später nochmal drei Leute benutzen können. Weil Rubella wäre da jetzt schon nicht schlecht eigentlich. So noch nebenbei als Heiler, dann könnte man alles abdecken. Nahkämpfer, einen Zauberer und einen Heiler. Das wäre perfekt. Ich hoffe, dass man echt noch drei benutzen kann. Das wird schon bestimmt kommen. Tada, da, 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 da. Oh. Starker Feen-Nektar. Na gut. Mal aufpassen, dass wir da auf dem Deck mit. Wow, wow, die sind ja schon da. Das gibt's ja nicht. Von da komme ich, oder? Ja, von da komme ich. Okay, dann schnappe ich mir jetzt noch den Sternstaub. Ich habe da gerade noch so ein Teil rauskommen sehen. Das warte ich jetzt lieber nochmal ab. Was ist das? Oh, das gibt mir Zeit, oder was? Ah, sehr gut. Wow, wow, wow. Oh, das sind... Das sieht mir nach... Sind das viele Träume? Nee. Ah, Sternstaub. Den geben wir... Wer hat am wenigsten Leben? Ich glaube, das war immer noch Aurora. Ja, die kriegt das. Gut. Und dann zum Abschluss kämpfen wir nochmal gegen die Spinnen. Ich weiß nicht mehr, kommt die da unten immer so größer, viel größer vor als die da oben. Aber das liegt wahrscheinlich einfach an der Perspektive. Blitzschlag. Und einen, genau, einen Hieb auf alle, weil wir machen ja Feuerschaden gegen dieses fliegende Viech. Stimmt, es wird ja dann Erde sein wahrscheinlich. Weil Erde ist ja schwach gegen Feuer. Warum auch immer. Nein, wir haben keinen Mana mehr. Oh. Okay, dann organisieren wir uns doch welches. Das wäre jetzt auch schon wieder zu spät, aber... Moment, der macht ja Blitzschlag auch noch. Blitzschaden mit seinem normalen Schlag, oder? Genau. Okay, dann machen wir das einfach jetzt mal durch normale Schläge, dann sparen wir jetzt ein bisschen Mana auf. Wir könnten echt mehr Mana auf dem Finn gebrauchen. Oh, schon wieder Stufenaufstieg. Krass. Dum, 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 dum. Rubella steigt dann nebenbei auch noch auf. Ach, die kriegt auch. Hey, das ist ja cool. Das heißt, es ist gar nicht so schlimm, wenn ich jetzt immer mit zwei gleichen spiele. Okay, erstmal ein bisschen Stärke.
Rubella haben wir wo? Wow, die ist aber schon weit. Wie geht's denn da dann weiter? Geht vielleicht erst später weiter. Komisch. Was sind das hier eigentlich? Überrumpeln, Einsturz. Ach, das ist hier Nahkampfangriff, genau. Okay, und der Finn bekommt eine Mana-Punktaufwertung. Das ist ja sehr gut. Weil jetzt ist uns ja gerade schon das Mana ausgegangen. Apropos Mana. Das steigern wir, das hauen wir jetzt gleich noch auf den Finn drauf. Da kannst du ja gebrauchen. Scheiße, auszuweichen. Steigert Magie permanent. Das können wir auch im Finn geben. Was haben wir noch? Steigert mal. Das haben wir nochmal. Magieresistenz, Verteidigung haben wir noch. Das sparen wir uns jetzt erstmal auf. Und das ist mit dem Ausweichen. Das ist wahrscheinlich eher für die Aurora. Dann. Wow. Hey, jetzt geht's wieder schneller. Das ist nicht dein Ernst, oder? Das geht doch jetzt schneller als vorher, oder? Hä? Also, das Spiel ist komisch. Auf jeden Fall werden wir da das nächste Mal jetzt reingehen zu Lethys Schrein und schauen, ob wir Finn helfen können. Weil die Folge. Wow, die Folge geht ja schon extrem lang. Ja, dann geht's ja das nächste Mal weiter und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.